Wir haben uns in einem kleinen Raum auf der Frankfurt-Messe versteckt und möchten hier über einen ganz neuen Synthesizer sprechen. Das nennt sich Montage und an meiner Seite ist der Experte für Synthesizer, Bert Smorrenbach. Das bin ich. Richtig, du weißt, was das neue Montage alles kann und ich würde dich bitten, uns davon zu erzählen. Okay, ich versuche das kurz zu machen, weil ich kann über das Instrument hier wirklich 3 oder 4 Tage ununterbrochen reden. So viel Zeit haben wir nicht, ein bisschen kürzer. Das verstehe ich. Okay, Montage, ich liebe Montage, es ist unfassbar viele Sounds hat es, zum Beispiel von Piano. Bis richtig extreme Sache, zum Beispiel schöne Arpeggiators. Oder vielleicht sagst du, ich will etwas mit Sidechain machen. So viele verschiedene. Und du hast gleich gesehen, dass ich einen Knopf gedreht habe. Das Schöne von Montage ist, es ist unfassbar, alles bewegt, alles ist in Motion. Das bedeutet, ich habe hier bis 8 Parameter, die ich gleichzeitig benutzen kann. Zum Beispiel mit dieser Super Knob oder mit meinem FC7 Control Panel. Das ist schön. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich habe hier, ich habe so viele Sounds, ich muss mal etwas wählen. Die Streiche zum Beispiel, dann sage ich hier. Und dann ändere ich das. Oder noch ein anderes Beispiel, ein Oral Sound. Egal was man will. FM Synthesis ist auch darin. So, eigentlich sind alle Bread and Butter Sounds darin für die Live Players, die super schnell. Unfassbar gute und viele Sounds benutzen, aber auch für die Synth-Freaks haben wir 2 komplette Synth-Engines drin, AVM2 heißt das auf Deutsch und FM-Synthese und das kann man alles kombinieren. Ich kann hier zum Beispiel sagen, ich habe ein akustisches Piano und wenn ich dann das Pedal bewege oder die Superknob, ist es plötzlich ein DX-Piano geworden. Naja, und so weiter und so weiter. Das ist wirklich unfassbar, das Instrument. Ich wollte gerade fragen, du hast es noch selber gar nicht so lange gespielt, aber du bist ganz offensichtlich sehr begeistert, oder? Ich bin wirklich begeistert, nur wegen der Soundqualität. Das ist so, ich verteile das eigentlich in 2 Layers. So, die erste Layer ist, dass man viele Sounds benutzen kann, sehr schnell Layers machen kann und alles kann editieren, wegen der Hardware-Controllers. Und die zweite Layer ist dann für die Synthesizer-Nerds. Weißt du, die wirklich richtig tief programmieren wollen, das geht alles mit das Instrument. Dann hat man eine Wave-Sequencing. Solche Sachen, ich meine, alles ist einfach drin. Die FM-Synthesis zum Beispiel. Solche Sachen, das geht alles so schnell und ja, so viele verschiedene Sachen, das macht Montage so speziell, finde ich. Sehr schönes Schlusswort. Ich verstehe wenig davon, aber deine Begeisterung kommt auf jeden Fall auch bei mir an. Gut, vielen Dank, Bert.